Jo Leute, habe die Rögelmer-Ingenieurs. Ja, ich darf euch mal wieder zu einem neuen Let's Play begrüßen. Es ist ein Spiel aus... Sag mal, geht mir jetzt jeder Controller einzeln ein, oder wie? Okay Leute, nur zur Info, ich habe nicht geprüft, wie viel Batterie meine Controller haben. Die haben aber auch nicht geblinkt. Na... Ich hasse es, wenn ihnen ein kompletter Saft ausgeht. Aber das ist halt gerade so richtig peinlich, weil ich habe hier drei Wii-Controller liegen. The fuck? Es gibt Spieldateien von dem aus 2016? Okay. Egal. Naja, um was geht's bei dem Spiel? Naja, es geht um die Abenteuer... Ach, das Spiel erklärt sowieso selber. Hast du schon mal die Geschichte der Schatzinsel gehört? Schätze aus der ganzen Welt liegen unter ihrer... Okay, das musst du mal so schnell lesen können. Okay, so schnell kann ich euch das nicht mal vorlesen. Ich hätte vielleicht die Textgeschwindigkeit runter... Egal, also ich kann es euch ja mal die Kurzfassung erklären. Und zwar geht es um einen Piraten namens Zack, der mit seinem Fabelwesen-Wiki, hier haben wir ihn auch schon, das ist unser Hauptcharakter. Das Ganze läuft so ein bisschen ab wie Point-and-Click-Adventure, nur ein bisschen interaktiver. Und zwar sollen wir den Schatz des Barbaros bergen und da gibt es ein paar kleine Schwierigkeiten, die jetzt Zack hier hinter sich bringen muss. Es gibt ein paar echt coole Level. Ich wollte das Spiel schon vor etlichen Jahren mal Let's Playen, dann damals noch natürlich Ausrüstung scheiße, Gaming Skill scheiße, alles scheiße. Ja, mein viel besser bin ich jetzt auch nicht, aber zum Teufel, zumindest genauso chaotisch wie früher. Witzig ist hier, dass die Main Credits jetzt am Anfang sind. Das hat man eher selten bei solchen Spielen. Aber da er sich das sonst keiner antun würde, ja. Und man wird auch direkt ins Spielgeschehen geworfen. Es ist ein Spiel, das wollte ich wirklich schon lange Let's Playen und auch mal wieder Let's Playen, aber es war einfach nie die Zeit dazu. Jetzt haben wir gedacht, ja, okay, Neujahr. Probieren wir es 2024. Ja, das Fabelwesen. Ja, okay, zack, Zeit zum Aufstehen. Wir sind schon fast da. Ja, das Fabelwesen, was hier spricht, das heißt Vicky. Vicky, zugehörige Zehhasen, Lieblingsessen, Nüsse. Ja, zu jedem gibt es so einen kleinen Steckbrief. Zack ist diesem goldenen Affen auf einer seiner Reisen begegnet. Seitdem ist Vicky sein ständiger Begleiter. Ja. Soll einen Affe darstellen anscheinend. Ach Gott, jetzt guckt mal an. All die Schätze. Ja. Natürlich ist Zack als Pirat sehr berechenbar. Zack, Zugehörigkeit, Schokohasen, sag ich schon. Seehasen, Lieblingsessen, Schoki. Soll Schokolade heißen für all jene, die das jetzt nicht kapieren. Zack ist das neueste Mitglied der Seehasen, ein Freigeist mit großen Träumen. Er will einmal ein großer Pirat werden. Ich hatte in Erinnerung, dass er der größte Pirat werden will. Ja, wie auch immer. Lenkt er mit den Füßen? Da fällst du jedes Mal rein, du bist wirklich verrückt nach Schätzen, nicht wahr, Boss? Der Hase lenkt mit den Füßen? Tatsache! Auf geht's, meiner, wir nähern uns der Absprungzone. Johnny's... Johnny Style. Zugehörigkeit Seehasen, Lieblingsessen Pastete. Oh ja, warum nicht? Flugass und Mechaniker der Seehasen. Er ist ein wenig ungeschliffen, aber genießt großen Respekt. Johnny. Hi, Johnny. Ich weiß, wir sehen nicht aus, aber wir sind immer noch Piraten. Warum müssen wir in diesen klapprigen Eimer fliegen? Nächstes Mal nehmen wir die erste Klasse. Hey. Hey, was soll der Scheiß? Sag das dem Captain. Wir haben jede Menge Schulden. Ich muss sogar meine alte Kiste verkaufen. Oh. Mit diesem
geliehenen Billigflieger kann ich absolut nichts anfangen. Ich brauche meine Kiste. Aber das scheiß Finanzamt. Mann, alles was wir klauen. Hey, 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 hey. Hey, habt ihr zugehört? Oh. Hm, niemand hört mir zu. Hey, hey. Hey. Übernimm du die Vorbereitungen. Ich fange an. Ja, der Scheiß ist halt, man kann das Tutorial nicht überspringen. Ich werde es allerdings kurz halten und das Ganze hier nicht sprechen. Hey, mach keinen Scheiß hier. Ja, also... Der Hebel öffnet die hintere Luke. Ja. Was zum Teufel? Wir haben ein Problem. Schau mal nach hinten. Gut. Nichts zu sehen. Ja, je schneller man irgendwas kapiert, oder je, ich sag jetzt mal, je besser man das macht. Es kommt halt immer darauf an, was es gerade für eine Aufgabe ist oder was es da zu lösen gibt. Je mehr, oder je schneller man das macht oder je besser man das macht, umso mehr Punkte kriegt man. Die Punkte sind am Ende entscheidend, was für eine Wertung man bekommt. Ich leg's jetzt nicht darauf an, dass wir eine Spitzenwertung kriegen. Das Blöde ist halt, dass am Anfang noch relativ viel erklärt wird. Ja. Und das erscheint schon mal, das... Okay, die... Person trägt absolut... Ja, okay, gut, das ist eine Frau. Da sind sie ja, diese unverschämte Hasenbande. Denken sie, hätten das Recht, sich alle Schätze unter den Nagel zu reißen. Dann werde ich schon auch beibringen, dass sämtliche Reichtümer dieser Erde mir gehören. Ja. Gierig wie manche andere, ne? Geht und holt mir ihre Schatzkarte! Captain Rose. Zugehörigkeit Rose Rock. Lieblingsessen Sahne. Naja. Die reiche Anführerin der Rose Rock Piraten. Sie ist durch und durch verwöhnt. Genießt den Luxus und liebt Schätze. Ja. Sieht auch so aus. Hey, hört gefälligst zu, wenn ich mit euch rede. Schießt sie ab, wenn es sein muss, aber bringt mir diese Karte. Und an die Arbeit. Legt endlich los. Ja. Schaut ein bisschen jung aus, aber gut. Zack kannst du auch nicht einschätzen. Oder Zack, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Oh, fuck. Sie schießen auf uns. Ja. Der Typ ist einfach daneben gesprungen. Matrose 1 bis 7, Zugehörigkeit Rose Rock Piraten, Lieblingsessen Kröten, die Handlanger von Captain Rose, sie tun alles für ihre Chefin und würden für sie sogar bis ans Ende der Welt gehen. Solche Angestellten muss man finden. Mit diesem Fliegen-Schrotthaufen können wir nicht kommen. Na gut, ich mach mich mal vom Acker. Wiederhören! Egal wie groß die Gewalt ist, immer cool bleiben, das macht euch zu wahren Piraten. Aus dem tiefsten Herzen stimme ich ihm voll und ganz zu. Ich habe euch tapferen Piraten der großen Hoffnung der Seehasen ein letztes zu sagen. Au revoir, ihr Loser! Oh Mann, was für ein Schwachmat. Gut. Na, wenigstens konnte er entkommen. Aber wir werden auf die Erde fallen. Was jetzt, furchtloser Anführer? Okay. Man kann zumindest den zweiten Sessel hier hochjagen. Und man kann jetzt, ja, okay, ich weiß, dass der Affe mir jetzt, also Vicky mir sagen will, komm schon. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ja, das ist halt blöd, dass es am Anfang zu viele Erklärungen gibt. Also, so Tutorial überspringen, so Quality of Life Geschichten. Kaboom. Wie kann man... Der denkt auch immer nur ans Fressen. Hey, die hatten noch gar keine Fallschirme dabei. Der Junge Zack zieht mit seinem geheimnisvollen So schnell kannst du das gar nicht lesen. Um ein paar Schulden zu bezahlen. Das Finanzamt ist immer noch hinter ihm her, auch wenn er jetzt abgestürzt und als tot gilt. Aber auch der Tod schützt vom Finanzamt nicht. Ja. Und jetzt kann ich euch ja den zweiten Grund verraten, warum ich das Spiel jetzt durchspielen wollte. Wir hatten ja mal diese
lustige... Ah, wie sie denn kommen, wenn man das so sagen kann. Der Fall bereitet mir keine Sorgen, das plötzliche Ende ja schon. Du kannst fliegen, du blödes Vieh. Du wirst gleich ziemlich hart aufschlagen. Okay, gut, er hat es zumindest verstanden. Karton, feinster Karton. Na komm. So, da oben ist ein Regenschirm drinnen. Na komm. Ja. Alter Regenschirm. Mann, ist mein Cursor scheiße. Okay. Ja, okay, der erklärt mir das jetzt. Ich weiß allerdings, wie es funktioniert. Gut. Ja, wir hatten ja mal vor einiger Zeit diesen Mario Galaxy Gag. Du willst mich da nicht wieder loswerden. Ah, eigentlich schon, du nervst. Wir hatten ja mal diesen Gag in Mario Galaxy, dass wir vom Finanzamt gejagt werden und deshalb... Hey, Zack, wo steckst du? Oje, was machst du für Sachen? Macht Spaß vom Baum zu hängen? Idiot. Gut, wir müssen schauen, dass wir hier weiterkommen. Der Fall läuft ihm hängt der Arsch raus. Okay. Okay, wir dürfen nicht aufgeben, auch wenn wir auf jeden Zentimeter zum Schatz kriechen, krallen und kratzen müssen. Wow! Da, 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 da! Eine Schatztruhe! Was für ein Glück! Das muss an unserem tollen Karma liegen! Lass uns das Teil holen! Wow! Da, da, da oben! Ja. Das blöde Schrottflugzeug. Das ist das vordere Teil unseres Schrottflugzeuges. Es sieht von außen viel größer aus. Wenn es in unsere Richtung treibt, werden wir platt gemacht. Ja, man hat jetzt ein bisschen Zeit, sich das anzusehen. Und sich hier generell umzusehen. Es gibt solche 8-Bit-Geheimnisse. Und mit der Glocke kann man außerdem... So, weil Vicky jetzt gequatscht hat, habe ich vergessen, was ich... genau. Mit der Glocke kann man auch Geld einsammeln. Das wird vor allem wichtig werden, weil man gewisse Dinge auch kaufen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man Upgrades kaufen kann. Aber definitiv, was man noch machen kann. Ja, erklärt einem jetzt. Man kann Dinge über diese Glocke, die Vicky ja eigentlich darstellt, aus Lebewesen Objekte machen und umgekehrt. Also ich könnte den jetzt auch wieder zurückverwandeln. Und da ist halt eben das große Feature, das was damals die Wii erfunden hat. Und zwar die Bewegungssteuerung, und durch das ist halt Zack und Vicky extrem, ja, ich will nicht sagen geeignet dafür, aber eigentlich stimmt's schon. Okay, es gibt auch Geheimnisse zu finden, also das ist so ein bisschen Point-and-Click-Adventure mit ein paar Secrets und ein bisschen Interaktion, also ist ganz nett. Ich hab's als Kind geliebt. Aber es ist am Anfang relativ langweilig. Eieieiei, das war knapp. Ein wenig länger und wir wären platt. Zerdrückt und dann ertrunken. Mindestens. Aber für die Fische da unten wäre das ein schönes Festmahl geworden. Für unvorsichtige Abenteurer ist die Schatzjagd sehr gefährlich. Keiner kann sagen, was für Gefahren hinter der nächsten Ecke lauern. Mit etwas Fantasiegespür und unserer Intelligenz schaffen wir das schon. Halt einfach die Augen offen und denk daran, was passieren kann. Okay. Ihr seht ja, dass es hier auch glitzert. Ja. Es gibt solche Glitzer-Secrets mehrfach. Oh, was ist denn das? Die Beute liegt vor uns. Was ist das für ein Gruselfratze?
Ein Geist, der den Schatz bewacht. Er wird uns nur verfluchen. Nehmen wir den Schatz und verschwinden wir. Du willst nicht verflucht werden, oder? Na gut, dann muss ich wohl. Durchbrechen wir die Stille der Natur. Ja. Es ist grundsätzlich nicht schwer. Wir haben es geschafft, wir haben den Schatz. Und hier wird jetzt gleich nochmal was Neues eingeführt. Abschnitt abgeschlossen. Ein Schädel. Boah, ich glaube, ich träume. Boah, habe ich einen fetten Kater. Wie lange habe ich gepennt? Boah, der Himmel, der Wind, die Sonne, hey, geil. Habe ich nun endlich die Dunkelheit hinter mir gelassen? Okay. Was, du? Wie kannst du es wagen? Was hast du mir angetan? Wer bist du? Jetzt du nicht so blöd! So leicht kommst du mir nicht vom Haken. Die haben... Habe ich das doch zu verdanken. 50 Grad am Tag. Ich glaube, ich würde mich erinnern. Falscher spricht der andere. Ich glaube, ich würde mich erinnern, wenn ich einem unheimlichen, schwebenden Totenschädel begegnet wäre. Er muss mich mit jemandem verwechselt haben. Was? Du weißt nicht mehr, wer ich bin? Das heißt dann wohl, warte mal eine Sekunde. Oh, tut mir leid, nach all den Jahren der Dunkelheit habe ich da oben wohl schon ein paar Spinnweben angesetzt. Ihr beiden habt mich erlöst. Und dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Ihr seid meine Helden. Ich muss einen Weg finden, mich bei euch zu bedanken. Mein Name ist Barbaros. Ein schrecklicher Fluch hielt mich in diesem Zustand gefangen, aber in Wahrheit bin ich ein Pirat. Oh, Barbaros. Der Barbaros aus den Legenden über die Schatzinsel? Oh, du hast von der Schatzinsel gehört. Naja, Reichtümer gibt's da zwar nicht, aber haufenweise Alk. Nun gut, dann werde ich mich nicht lange mit der Vorgeschichte aufhalten. Ich bin der Entschuldigung, Staub gefressen. Ich bin der berüchtigte Pirat Barbaros, Herrscher über die Schatzinsel. Okay. Captain Barbaros, Zugehörigkeit unbekannt, Lieblingsessen Braten, ein weltweit berüchtigter Pirat, aber der Fluch hat nicht nur sein Ego in Stücke zerschmettert. Ah ja. Der lacht ja auch schon so, als ob es ihn gleich zerreißen würde. Nette Überraschung, oder Zack? Er ist eine lebende Legende. Zumindest ist er irgendwie lebendig. Unterhalten wir uns ein bisschen mit ihm und sehen, was dabei rauskommt. Oh, du heißt also Zack. Deinem Aussehen nach scheinst du mir auch ein Pirat zu sein, genau wie ich. Natürlich bist du das. Und ich weiß, dass du Potenzial hast. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten unter Piraten, du verstehst? Ich war verflucht, mein Körper auseinandergerissen und in alle vier Winde verstreut. Wärst du so freundlich, mich wieder zusammenzusetzen? Ich wäre dir auf ewig dankbar und natürlich würde ich dich für meine Freundlichkeit belohnen. Was hättest du gerne? Keine falsche Bescheidenheit. Sag einfach, was dir in den Sinn kommt. Sag, das ist deine Chance. Sag einfach, was du... Okay, ja. Man kann sich ja vorstellen, was er will, ne? Hä? What the fuck, was will er alles? Was? Das sagenumwobene Schiff? Mein Schiff ist zur Legende geworden und du willst es haben? Du hast deinen ausgezeichneten Geschmack und eben ist mir das egal, weil ich habe sowieso noch 5 weitere. Ich wusste gleich, dass du etwas Besonderes bist. Das ist wirklich ein feines... Das ist ein wirklich feines Schiff. Bringt dich in kürzester Zeit wohin du willst. Nur so unter uns Piraten. Aber ohne das Schiff wäre ich nie so berühmt... So ein berühmter Pirat geworden. In Ordnung, abgemacht. Wenn du mich wieder zusammensetzt, bring ich dich zur Schatzinsel. Und überlass dir das alte Mädchen. Hätte ich sowieso noch 5 andere ab. Ja, mein sagenumwobenes Schiff. Oder ich gebe ihm einfach ein Rettungsboot und verkaufe ihm das Schiff.
Die Belohnung steht. Jetzt liegt es in deinen Händen, mich wieder zusammenzusetzen, Zack. Da fällt mir ein Du da. Weiß ich? Ja, du da. Kennst du mich wirklich nicht? Natürlich kenne ich dich. Du bist der legendäre Pirat Barbaros. Schon okay. Vergiss es, zerbrich dir mal nicht den Köpfchen darüber. Oh Mann. Ich habe immer noch so einen fetten Kater. Ich bin ein bisschen müde. Ein verfluchter Körper ist wahrlich keine leichte Last zu tragen. Ich muss meine alten Knochen ausruhen. Mach's gut. Hey Boss, das entwickelt sich ja zu einem richtigen Abenteuer. Wir werden die Schatzinsel sehen und ein sagenumwobenes Schiff, Piratenschiff abräumen. Welche Gefahren auch vor uns liegen, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Wir sind Freunde, du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß nicht wieso, aber erstens traue ich dem Schädel nicht. Gesucht, Schätze 3. Hirameku. Keine Ahnung, was es mit diesen Hirameku auf sich hat. Ich weiß nur, dass es die Punkte sind. Ja, damit wäre das mal vorgestellt. Das Tutorial hier überspringe ich, weil das sowieso nicht interessant ist. Ich kann euch sowieso danach sagen, was alles ist. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß und bis zum nächsten Mal.